Hallo und herzlich willkommen zurück zur bald letzten vermutlich bald letzten Folge von Let's Play Guardians of the Galaxy. Lara Croft in the Guardian of Light, so heißt's. Ja, ich bin also Lara und Tod, der Geister. Ich bin der Guardian. Der hier und ich bin das Light, aber das Light. Du bist das Light. Bist du Cola oder bist du Zero oder bist du Light? Ich glaube, wir sind doch falsch. Glaub einen Dummen auch mal was. Ich hab's noch letzte Folge gesagt. Aber was hier gerade suchen, lass mal gucken, warte. Wir müssen eigentlich da hinten hin. Ich weiß, wo wir hin müssen. Oh, ja. Ja, gut, dann nehme ich zurück. Recht gesagt. Also wir suchen einen weiteren Schildträger, um den Schlüssel abzunehmen, um endlich zu diesem, wie auch immer dieser gute Mensch hieß. Xolotl? Hieß der Xolotl? Xolotl, ja. Das, was kein Mensch aussprechen konnte, warum ich denke, dass sie genau deswegen den Namen genommen haben, weil es ihn einfach bestimmt nirgends gibt, dann kann keiner ihn am Ende Vorwürfe machen. Also, ich meine, es war ja wirklich so. Das ist ja nach einer wahren Begebenheit. Das wissen wir ja alle. Ja. Genau. Well, ja. Wir haben besiegt. Wow, da kann noch Raketen werden. Okay. Und ich habe gerade das noch ein Heil Medikit für dich. Ich glaube, ich habe ihn. Okay. So, da rein erstmal. Nebenaufgabe, ja. Ich renne erstmal gegen die Wand, weil ich Wände mag. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch irgendein cooles Power-Up. Ah. Ich will was nur, ja. Ich will noch irgendeine Kugel oder so. Spann mal hier was dran. Ich gehe mal da hoch. Nee. Na, Alter, dreh die um. Nee, komm mal kurz. Ja, du kannst oder so. Ja, aber ich kann ja nicht draufbrennen. Stimmt. Ich habe eine bleib eine andere. Geh du mal, bleib mal mit dem Ding verbunden und dann. Ja, genau. Dann brennt's ja gleich durch. Ich brenne ja das durch. Ich glaube nicht, dass das Saal brennen kann. Ja, stell dich da drauf. Oh ja, stell dich drauf. Einfach stell dich da drauf. Ja, genau. Ey. Cool. Ja, nur weil wir gut sind. Flupp aus. Ist klar. Ups. Du Arsch! So, stehen bleiben? Ja. So, okay. Jetzt. Ich glaube, ich kriege nochmal so eine Steinschlange. Ja, mach mal. Also, einmal kurz schauen, was haben wir denn da Schönes gekriegt? Ich sag eine weitere Steinschlange. Ja. Die ersetze ich doch gleich tatsächlich auch. Ja, eben, ich kriege ja noch mehr als die. Ja, das eine ist eine Tonschlange, das andere ist eine Steinschlange. Ha! Stimmt. Aber egal, die macht es trotzdem nur noch besser. Ja. Ready? Sie claro. Ein Glück, dass sie so viel aushält, die Lara, ne? Ein Glück, dass sie rumspringen kann wie ein junges Mädchen mit 20 Jahren. Obwohl es schon 25 ist. Und total scheiße ist. Oder 30. Oder keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn ein Truck? Ach, hier ist so ein Truck. Du Vollidiot! Wieso, was denn? Wir hätten die mit dem Truck hier zerstören müssen, den du jetzt gerade in die Luft gejagt hast. Ich habe auch die anderen beiden in die Luft gejagt und macht da keinen Kopf. Ich habe da einfach gar nicht drüber nachgedacht. Und gemerkt. Oh, da war Feuer. Achtung. Oh, da war Feuer. Achtung. Und er rennt weiter. Shoot him! Aua, Alter, so unfreundlich. Ja, letzter Schlüssel. Den hat er jetzt fallen gelassen. Ich brauche nicht. Das ist die Arena, ganz ehrlich. Ja, findest du? Ja, ich kann schon mal machen. Wieso bin ich. Oh. Vermutlich, weil du gestorben bist. Nein! Vermutlich, weil du schon wieder gestorben bist. Nein! Da hinten ist nichts mehr. Gut. Bin jetzt nur ich so doof, aber halt, die müssen da irgendwie hoch. Ja. Ich
weiß, wie wir da hoch müssen. So, ich gehe da hoch. Du kannst da nichts. Was kann ich nicht? Der rote Kopf. Das sind nur die Punkte. Ich muss dir irgendwie helfen, da hochzukommen. Ja, du kannst ja nicht mehr zurück jetzt. Du kannst da nicht nach oben. Das muss doch irgendwie Kopf. Gehen. Ich muss dich als Brücke nehmen, du Spaßvogel. Ah, okay, komme. Ich komme. In 2 Sekunden, 1. Wollte ich gleich sagen, ja, aber. Und drauf. Was für ein Berg. Hast du gerade die Schatten gesehen? Fand ich so schön. Wäre jetzt auch sehr hilfreich. Viel Glück. Nein, nein. Ja, der Herz, lass mal gucken. Vielleicht ist es ja besser als noch die. Was ist denn die Ton? Vielleicht ist es ja besser als die Tonschlange. Alles. Ja. Okay. Kann man mal machen? Kann man, geht, ne? Ist in Ordnung, oder? Ja, über die Taktik kann man jetzt streiten. Also hier nicht. Ich habe jetzt ja nicht gegen die Arena, nein, du kannst nicht kaputt machen. Aber wie kommen wir Ach weiter? Ach so. Ah, ich weiß wie. Ja, du auch. Ups. Oh, das war knapp. What? Wie denn? Da hängt. Nee, Achtung nicht. Ich weiß. Ja, nach dir? Ding! Dang it. Da oben war noch was, hast du gesehen? Hey, da ist einfach nur so ein weiteres Ausschussloch. Nein, ich meine rechts, da, ich kann da nicht hinzeigen, da oben. Da, also oben, weiter hoch. Da. Komm mit. Sieh es wahrscheinlich nicht, nee, vergiss es. Schade. Egal. Ja, jetzt ist mir was das Brückenfall hier ist. Zum Landen. Eine Landestation. Es ist eine Landestation. Okay, ich hätte nochmal ganz kurz gern ein bisschen Leben. Ja, ich auch. Und ein bisschen Munition nochmal. Und ich möchte eigentlich noch nicht reingehen, aber ich glaube. Wir machen das jetzt einfach. Ja. So, fuck the system, Bike. Dui. Dui, dui. Dui, dui, dui. Spring. Ich stelle mir so doof vor, wenn dich Leute mal wirklich so angreifen, indem sie auf dich draufrollen. Das hab ich mir anders vorgestellt. Die war immer noch ganz gechillt da. Langläuft. Ja, ja. Sonne geht auf. Diese Welt wird zu meinen Füßen zerfallen. Und ihr werdet als Erste sterben. Schon mal festgestellt, dass er den Mund nicht bewegt, während er redet? Ja, hallo, das ist ja auch ein Gott oder so ein Blödsinn. Du kriegst eine goldene Schrotflinte, du auch. Braucht kein Mensch. Ich hätte lieber gern die Railgun gehabt von damals. Wir haben einfach nichts geschafft. Gut, waren schöne 20 Minuten. Ich glaube, jetzt kommt's große Finale. Ich bin drauf gespannt. Guck mal, was passiert. Wird geladen. Xolz Festung. Xolz. Xolz. Keine Ahnung, wie er heißt. Xolz. Ich habe kein gutes Gefühl. Das ist... Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Fuck. Der hat irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht was. Ich werde es genießen, wie ihr zu reißen, wer ja sterben wird oder so. Was? Ich würde sagen, wir weichen jetzt einfach mal ganz gechillt aus, weil wir cool sind. Aber es ist ja nicht gemacht, dass es vorher blau wird. Da kommen gleich noch Gegner. Da kommen gleich noch Gegner. Das wäre sonst zu einfach. Ja, Xolotl selber, ne? Ja klar, auf dem Feld, da bringt sie ja selber um. Schön wieder deine Waffe schon mit Anschlag hast. Da sind die Gegner. Warte mal, das ist Xolotl, oder? Ja, natürlich ist das. Wie ein scheiß Raketenwerfer. Geil. Ach so, ja. Eine gute Idee. Ich hab nur gute Ideen. I'm dead. Wieder da. Who's dead? Ja, du bist toll. Ja,
Natürlich. Bus! Oh shit. Oh shit. Ich fahre uns ins Jenseits, das will ich sehen. Womit denn bitte? Willst du mich verarschen? Alter, die Konzentration, ich muss mich gerade so massig konzentrieren. Ja, echt mich auch. Oh, das ist echt nicht feierlich. Das ist doch ein kleines Arschloch, dieser Typ. Eine kleine Pussy ist das. Hier ist es wieder. Ja, da. Natürlich. Wow. Ich hätte gerade eigentlich den Typen abschließen wollen, als er so ein scheiß Viech direkt vor mir gelandet ist. Nee. Wie kriegst du 1000 und ich nur 500? Nee. Boah, fuck it. Ja, toll. Ich war gerade am Aufstehen. Ich hab keine Munition mehr. Doch, hab ich. Hab eine Waffe gemacht. Ah, Kacke. Zwei. Eins. Ich bin wieder da. Damit. Oh, das ist echt nicht leicht. Oh, shit, der hat mich schon zweimal erwischt. Armes Kind. Das ist Mobbing. Die Viecher. Oben links. Ja, ja, ich hab's gesehen. Sehr schön. War es nicht übertrieben, Raketenwerfer auf so. So, was macht die Pussy diesmal? Ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Ich habe auch ein ganz mieses Gefühl. Boah, das ist natürlich gemein. Aber gut. Wir haben es geschafft. Ja. Ah, bisschen heilen, komm her. Ich froh. Ich bin erstaunt, dass wir es eben auf Anhieb geschafft haben. Stimmt eigentlich. Warte mal kurz nach links gucken, es sieht so aus, als müsste es weitergehen. Nein, das ist nichts. Okay. Gut. Puh, scheint ernst zu werden, ne? Oh! Deswegen hast du mich. Ups. Na, Achtung, nicht in diese Dinger rein zu. Oh nee. Das Ganze jetzt mit Gift. Alter! Einfach um mich drauf gefallen ist. Da wo es raucht, nicht noch. Das ist etwas zu spät gekommen, das mit dem Rauchen. Jetzt habe ich eigentlich die Waffe ausgewählt. Wie das klar, dass Leben. Nicht, klar, dass es nicht funktioniert. Alter, das mit dem Raket ist aber echt nicht leicht so. Shit, 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 shit. Richtig. Mann, ich kann ihn so nicht treffen. Alter, die Raketen fliegen immer so ganz knapp an mir vorbei. Gut, ich glaube, das war's. Oben links hat einen Helfer. Ah, nee, jetzt war's es aber. Ja. Eine Armee erwacht! Ah, war's schon. Willst du mich verscheißern? Oh, ey. Der Typ hat Alter! Echt, der Typ hat echt Humor. Der ist doch schon wieder da. Okay, der Typ hat echt Humor. Damn. Wo ist der? Hier, mir. Der taucht vor allem nur einmal so kurz auf. Ja. Und dann... Okay.
Das ist wieder der gleiche Wisch, der taucht halt wahrscheinlich auf, wenn er verschwindet praktisch oder nicht mehr genug Schaden erlitten hat, so nach dem Motto, ne? Nee, der leidet halt wieder kein Schaden. Ich muss auf den Monster fliechen und schießen. Auf den Monster fliechen. Die Monster fliechen. Die stoppen wir nicht. Nicht zusammen in. Ja. Lass nicht drauf gehen. Dann stoppen Haupt und die Mistviecher. Das ist kein Hauptwerk, das ist ein Hauptwerk. Boah, das ist echt mal. Ich muss deinen Lamot entschuldigen, dass wir so leise sind. Ja, ich muss, also wir konzentrieren uns gerade beide extremst, ja. Dass es nicht leicht ist. Stimmt, jetzt wo du es sagst, mir fällt es auch jetzt gerade auf. Wir sagen ja schon gar nichts mehr. Okay, er ist down. Boah! Das sehen wir noch. Es kommt Stufe 3. 3 ist so die typische Zahl. Das haben wir noch alles. Alter! Ich brauche auch noch Munition. Leben. Supi. Leck. Weiter mich geht's. Fett. Ach, Leben. Ammo. Munition. Schön. Gehen wir kurz noch in die Waffen, damit wir da vielleicht noch ein paar andere Waffen reinkriegen. Achso. Willst du dich ein bisschen ausrüsten? Ich habe jetzt einen Raketenwerfer. Ah, ich weiß auch, was ich nehme. Und zwar, ich nehme den Flammenwerfer noch mit rein. Echt? Den nehme ich nicht. Doch, und zwar Masterflammenwerfer, was ich direkt gewählt habe, oder? Ja. Weil dann habe ich, also ich werde auf jeden Fall nicht die MP, achso, jetzt nehme ich Sturmgewehr oder MP, mal kurz gucken. Das Sturmgewehr ist Schwachsinn. Wenn dann Mega 1. Dann haben wir eine Mega-Schrot, finde ich, dazu bekommen. Weiß ich nicht. Mal kurz gucken. Doppel-MP, das ist natürlich geil. Ich glaube, ich bin die jetzt gucken, was haben wir denn so da? Mit der Ausrüstung gehe ich jetzt. Das sind auch 6. Feuerrate ist hier höher. Munition, das hat auch einen besseren Munitionsverbrauch. Und hier? Die hat nur 5. Je mehr Sterne, desto mehr Munitionsverbrauch hat. Ja, ja, sag ich doch. Die hat einen höheren Munitionsverbrauch. Goldene Schrotflinte. Ah, da ist mir die Feuerrate einfach zu gering. Ich muss die nehmen, die Doppel-MP. Ja, habe ich auch drin. Okay. Dann gehen wir mal. Schade, dass ich könnte einfach auf Back drücken. So. Gehen wir mal weiter, oder? Dann gehen wir mal weiter, ja. Das kriegen wir auch noch hin. Das sieht da unten sehr nach einem Finale aus. Ja, das gefällt mir nicht. Sieht sehr nach einer. Das wird auch erklären, warum wir jetzt gerade die ganze Munition und so gekriegt haben. Natürlich, das ist klar. Dass wir deswegen Munition kriegen, ist klar. Okay. Das Zeitalter der Finsternis hat wohl begonnen. Meinte er eben mit seiner großen Ansprache. Ich würde nur so schön ausweichen. Okay, er steht da hinten ja recht blöd. Ach so, ich sehe es jetzt erst klar. Boah. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich habe einen Raketenwerfer. Solange keine Monster droppen, dann werde ich sie noch ausgerüstet lassen. Schau jetzt einen scheiß Kugelangriff. Da spawnt er wieder. Was? Was? Er hat zu früh geschossen. Ja klar, ich sammle einfach alle Kugeln ein. Nein! Beide zu spät. Da ist noch ein Health Pack, nimm das mal. Nicht zu früh schießen diesmal. Alter! Ich merke es gerade, wenn sie sozusagen anvisiert. Das sehe ich und dann habe ich versucht dann abzuziehen, aber leider war er dann schon wieder weg. Ganz schön der Pussy, der Kleine. Wir müssen jetzt auf die MGs setzen. Alter! Oh,
Boah, das ist heavy, das ist echt heavy. Ich brauche dringend Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du auch. Da unten hast, holst dir. Nein, das geht nicht nur im Kreis, das kommt so im Kreis. Du kannst eigentlich recht gut ausweichen. Außer denen, die sind echt scheiße. Scheiße, ich bin nicht dran. Ich dachte gerade. Alter. Informationsverbrauch hoch 10 und wir kriegen keine Health-Person. Das ist echt mies. Das muss man sich die einteilen auch noch. Rationierung. Wo gibt's denn sowas? Autsch, schön eingesammelt. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Und kein Leben, weil die sind beide fast tot. Mal gucken, ich bezweifle gerade, dass wir das auf Anhieb schaffen, aber schauen wir mal. Probieren kann man's. Besser noch probieren werden wir es. Hui, das ist aber knapp bei mir gerade. Ich bin einfach stehen. Irgendein Kunde. Nein, jetzt kommen ja noch Monster. Ich habe absolut keine Munition. Du willst mich doch. Da, ich sammle ein. Damit, das gehört mir. Du bist ein Spaßvogel. Weißt du, du rennst hier mit fast Full HP rum. Kacke, ich hab mein Dings verloren. Meine Superfähigkeit sozusagen, mein Streuschuss und alles. Ist ja auch kalter. Das kann der echt nicht. Ich bin zu mir, hast du wenigstens Full HP. Oh shit. Oh, interessant. Da ist er nicht hinten, keinen Schaden abbekommen. Wo steht er sich hin? Wo stellt er sich hin? Wahrscheinlich hier rüber. Noch nirgendwo. Ja, er kommt gleich, pass auf. Jetzt. Oh, er kommt sogar auf uns zu uns auf die Net. Aha, scheiße, ich bin wieder reingefallen. Ich hab geschossen. Ah, schon wieder. Dieses Rollen macht es auch ausweichen. Damit kannst du dem Ding kurz bevor er aufkommt meistens auch ausweichen. What the hell? Ah, kacke. Boah, das ist ein Heavy. Bin gleich down. Fuck. Bin down. Ich versuche mich zu retten. Doch, damit ich es einer überlebt. Scheiße, ich bin gleich wieder da, wenn ich mich fest. Ich schieße aber weiter, auch wenn es schon längst ausgeblendet ist. Ich glaube, das sieht sehr tot aus. Kein Glück heute, was? Nein! Wir müssen den Spiegel vor dem ersten Licht der Dämmerung zu seinem Schrein zurückbringen. Schnell, ersetzt den Spiegel. Was ist mit dir? Ich muss zurückbleiben und unser Zeitalter des Lichts beschützen. Das ist mein Schicksal. Bring jetzt den Spiegel zurück. Viel Glück, Totec. Der Spiegel wurde zu seinem geheimen Ort und Xolotl in sein ewiges Gefängnis zurückgebracht. Wenn ich weg bin, ist das alles hier wieder verlassen. Fragt sich nur, wie lange. Ich habe auf all meinen Reisen eines gelernt, dass nichts auf ewig verloren ist. Aber manches davon sollte man besser niemals finden. Das war Lara Croft und the Guardian of Light. Und ich denke, warum hast du ein Outfit mehr als ich? Was? Ich denke mir, warum hast du ein Outfit mehr als ich? Ja, weil vor du mehr Punkte hast. Für Lara. Ah, ja. Na gut. Ja,
War ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich für das Let's Play. Mal zu Gast bei Aero. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt geworden sind, aber... Viele. Nicht, einige. Nicht, nicht mehr, wenig. Mehr als ich dachte. Gedacht, ja, auf jeden Fall, mehr als gedacht. Auch nach diesem Dreivierteljahr Pause. Aber man kann alles irgendwann abschließen. Gut. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Hoffe ich auch, ja. Und ja, wird sich bestimmt bei irgendeinem anderen Let's Play sehen, sofern ich Zeit habe, eins zu machen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.